Ja, hallo, herzlich willkommen zurück. Thomas Klein, mein Name von Klein Marketing Consulting, Vertriebsberatung und auch marketingstrategischer Consultant. Ja, ich bin Spezialist für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung für IT-Businesses und ja, mache das schon einige Jahrzehnte lang für die, die mich noch nicht kannten. Wenn du schon Abonnent bei mir bist, wenn du mich schon kennst, willkommen zurück. Super, gib dem Video schon mal einen Daumen hoch. Ja, schau, dass mehrere Leute da einfach noch auf meinen Kanal stoßen. Und dann schon mal mein herzliches Dankeschön dafür. In diesem Video geht es um das Thema Marktchancen. Ja, und generell, wie ist denn jetzt letztendlich die aktuell die Markt, wie soll ich sagen, die Marktsituation? Ja, es geistern jetzt viele, viele Gerüchte darum her und auch viele News und Nachrichten und so weiter, und Leute, die sind einfach komplett lost teilweise, weil sie einfach nicht mehr wissen, okay, wo stehe jetzt denn ich eigentlich mit meinem Portfolio, ja, mit meinem Business, und was sind jetzt letztendlich aktuell die Marktchancen und wo soll die Reise hingehen? Denn es gab ja viele Krisen in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft wird es vielleicht weitere geben. Und ich möchte jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also das heißt, wir haben ja hier bei meiner Firma auch operativ, machen wir Vertrieb für unsere Kunden in der IT-Branche und haben hier täglich Gespräche mit Entscheidern, häufig auch sehr stark aus dem Mittelstand, ja, Feinguss, Stahlbauer, ja, Automotive-Zulieferer, Teilebauer, Elektrotechnik etc., die ganzen in Industrien und Firmen, die letztendlich Deutschland so wohlhabend und reich gemacht haben und immer noch nach wie vor die wichtigste Säule sozusagen unserer Volkswirtschaft sind und mehr oder weniger auch den ganzen großen Konzernen zuarbeiten, die letztendlich weltberühmt sind. Ja, also letztendlich ist es schon so, dass wir in unseren Gesprächen, ich würde mal sagen, in 2 von 3 Gesprächen bekommen wir mit, dass gerade mit Investoren verhandelt wird. Das heißt, quer durch alle Unternehmensgrößen und Branchen, es wird gerade mit Investoren gesprochen. Das sind in der Regel Auslandsinvestoren. Wenn wir dann nachfragen, sind Auslandsinvestoren. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Also da wird mal mit dem Chinesen gesprochen, da wird mal mit dem USAler gesprochen, aber auch mit anderen Ländern, die investieren wollen in deutsche Unternehmen. Heute zum Beispiel hatte ich so ein Beispiel, da hieß es, naja, wir hatten dann letztendlich mit einem bosnischen Unternehmen gesprochen und so weiter. Ne? Also Länder, auf die man jetzt erstmal so gar nicht so kommen würde. Darüber möchte ich jetzt aber gar nicht im Detail sprechen, sondern letztendlich nur darüber, wie ist denn aktuell das Marktgelage? Ja, wie ist die Marktlage, das Gemenge da draußen? Und das ist wirklich ganz deutlich, es ist eine Konsolidierung, findet statt. Ja, aufgrund der letzten, sagen wir mal, Niedrigzinsphasen und so weiter gab es ja unwahrscheinliche Booms. Ja, und dann kamen eben so ein paar Krisen hintereinander. Und aktuell ist es eben so, aufgrund von den ganzen Krisen, also es sind einfach die Inflationen und Lieferketten und so weiter. Wir kennen alle diese marktökonomischen, ich will jetzt hier kein ökonomisches Video draus machen, aber wir hatten ziemlich stark Inflation. Das wird jetzt versucht einzudämmen, indem man die Zinsen sehr stark erhöht. Dadurch, dass man die Zinsen sehr stark erhöht, ja, ist es sehr, sehr schwierig, an Kapital zu kommen, das relativ günstig ist. Beziehungsweise das bestehende Kredite, die man vielleicht verlängern möchte, es besteht eine Nachschlusspflicht. Es ist also das Thema Finanzierung, ja, hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen, dadurch, dass eben der stärkste Zinsanstieg war seit 100 Jahren. Ja, Punkt. Okay, in a nutshell. Einfach mal mich kurz fassen. Ja, nicht so lange mit dem heißen Brei rumreden. Okay, also nochmal, innerhalb der letzten 1 bis 2 Jahre hatten wir den stärksten Zinsanstieg, um die Inflation wieder einzufangen. Wir hatten die stärkste Inflation seit über 50 Jahren, oder seit den 70ern, sorry. Und um die einzufangen, haben sich sämtliche Zentralbanken dazu entschieden, die Zinsen anzuheben, und zwar so schnell wie noch nie seit 100 Jahren, ich glaube seit den 1930ern. Also das sind schon Extremitäten. Und die haben natürlich dann auch wieder Konsequenzen auf Industriebetriebe zum Beispiel. Es wird einfach viel, viel schwieriger. Also
das Thema Finanzierung genießt einen anderen Stellenwert. Okay, wo kommt die nächste Kohle her? Weil viele Industriebetriebe und so weiter sind höchst kapitalintensiv. Na, da geht's, das sind eben nicht nur Beratungsunternehmen, die irgendwie sich durchdigitalisieren und alles ist irgendwie virtuell wie irgendwelche Coaching-Programme, sondern da wird tatsächlich, da gibt's Maschinen, da gibt's Produkte, da gibt's Lager, da gibt's Rohstoffe, da gibt's Fuhrparks und so weiter, ne? Old Economy. Und um sich eben neu aufzustellen, finanzierungstechnisch, wird eben, ich würde mal sagen, bei 80% aller Firmen wird vielleicht sogar mehr oder weniger bei allen, werden aktuell Investoren sozusagen, zumindest werden Gespräche geführt. Ja, manche sind dann schon weiter, manche haben es nötiger, manche weniger nötig, aber gesprochen mit Investoren, in der Regel ausländischen Investoren, ja, egal woher, wird auf jeden Fall überall. Bedeutet, aktuell befinden wir uns in Deutschland ganz besonders in einer Art Konsolidierungsphase, wo natürlich aufgrund dessen, dass Investitionen noch nicht quasi unter Dach und Fach sind. Das heißt, mit Investoren werden gesprochen, aber es ist natürlich noch nicht klar, okay, wer investiert was, wann, wie viel und so weiter. Ganz klar werden hier natürlich, es besteht natürlich dann die Mentalität der Aufschieberitis, also Prokrastinierung. Ja, es wird prokrastiniert bezüglich größerer Investitionen, also mal einen Entwickler hier und da mal einkaufen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber so größere Sachen werden dann, wenn man sich in diesen Investitionen, nicht bei allen Firmen, aber halt, sagen wir mal bei zwei Drittel oder so, wenn man sich mit Investoren unterhält, dann wird jetzt nicht unbedingt aufs Knöpfchen gedrückt und gesagt, okay, wir geben frei 1 Million Euro für die S/4HANA-Transformation, sondern wird erstmal der Investor klargemacht und dann drückt man aufs Knöpfchen für die S/4HANA-Transformation, dann kann sie auch gerne 1,5 Millionen kosten, ja, je nach Investor. Das heißt, der Investor, dann der Neue, der bestimmt dann, okay, ja, für S/4HANA geben wir gerne 1,5 aus oder 1,2 oder 1,4 oder 2,5 Millionen oder was auch immer. Ja? Und deswegen, weil das der Investor letztendlich am langen Ende dann bestimmt, ja, ganz konkret, ja, egal mit welchen Entscheidungen du dann vorne sprichst, ja, völlig irrelevant, ja, die können da eben auch keine Entscheidungen fällen. Das sind dann sozusagen keine wirklichen, ja, First-Class-Entscheider mehr, du müsstest dann sozusagen mit den Investoren sprechen, ja, um sozusagen die First-Hand-Information zu bekommen. Ist aber gar nicht nötig, weil sobald die Investorenlage geklärt ist, geht das weiter an die Geschäftsführung oder an das Unternehmensboard, also an die in einer AG, an den Vorstand, und dann wird es eben weitergegeben an die unteren Entscheider, mit denen wir normalerweise sprechen für unsere Kunden, und dann wissen wir eben auch Bescheid, okay, jetzt ist das Budget freigegeben für diese und jene Sache. Jetzt magst du sagen, okay, ja, okay, warum dann alles on hold? Wir stoppen sofort Kaltakquise, Neukundenakquise, Vertrieb, wir reduzieren unsere Vertriebsmannschaft und so weiter, weil aktuell ist ja keine Kohle zu machen, also schon noch Kohle zu machen, aber eben weniger, weil die alle irgendwie sich konsolidieren und nur mit Investoren sprechen und einfach keine Entscheidungen fällen können auf die nächsten paar Monate oder Jahre. Ja, sowas kann auch mal ein Jahr dauern. Und nein, falsch. Warum? Weil, wenn du jetzt aufhörst, hier präsent zu sein, bei all den Firmen, die jetzt gerade in diesen Investorengesprächen sind, dann bist du ja, wenn die Investorengespräche, und das kann keiner wirklich wissen, das wissen ja nicht mal die Entscheider, teilweise wissen es ja nicht mal die Geschäftsführer, wann die endlich durch sind mit den ganzen Verhandlungen und mit dieser ganzen Investoren-Sondierungslage. Ja, also die sondieren eben verschiedene Investoren. Vielleicht brauchen sie am Ende gar keinen Investor, wenn plötzlich die Federal Reserves oder die EZB so als kleines Hündchen dann entscheiden sollte, oh, jetzt kommen wir in rezessive Phasen rein, jetzt müssen wir die Zinsen genauso schnell wieder senken, wie wir sie erhöht haben. Und dann plötzlich ist das Kapital wieder super günstig, dann braucht man den Investor gar nicht mehr so stark, dann holt man sich wieder bei den Banken direkt und so weiter. Auch das kann passieren innerhalb von wenigen Monaten. Ja, also, und letztendlich, aber bis dann sozusagen die Entscheidung durch ist, wo jetzt das nächste frische Geld herkommt, mal ganz platt gesagt, ja, das kann niemand wissen. Das kann Wochen dauern, Monate, vielleicht sogar noch länger. Aber wenn du jetzt nicht aufhörst, hier penetrant dich zu präsentieren, dich sichtbar zu machen, Hallo zu sagen, an die Tür zu klopfen, vielleicht sogar mal jemanden hinzufahren lassen, ja, also sogar mal jemanden zu beauftragen, das machen wir zum Beispiel auch, ja, dass wir uns ausstatten lassen, voll montiert, ja, mit Business Cards und was weiß ich, ja, kostet ja nicht viel, das Zeug. Und einfach mal oldschool die ganzen Entscheider, die jetzt gerade in Investorengesprächen sind oder deren Geschäftsführung,
einfach mal abzuklappern, einfach mal Gesicht zu zeigen, das macht so einen Wahnsinnsunterschied. Man geht da vielleicht mal was essen, man geht was trinken, ja, man kann das Ganze ja ein bisschen professionell ausdehnen, ja, man muss ja nicht einfach nur hinfahren, ein, zwei Stunden irgendwas quatschen, das könnte man vielleicht auch am Telefon oder per Videocall, aber man kann dann die Gelegenheit irgendwie nutzen, zumindest mal zu versuchen, dann nochmal, vielleicht nochmal einen Top-Entscheider mit reinzuholen, vielleicht hier ein Mittagessen draus zu machen, ja, das Ganze sozusagen zu verknüpfen, einfach mal Oldschool-Vertriebler-Techniken anzuwenden, ja, um hier letztendlich Gesicht zu zeigen, um hier Vertrauen aufzubauen, dass wenn es dann soweit ist und dann plötzlich klickern so wie die ganzen Dominosteine, wenn die ganze Konsolidierungsphase mal vorbei ist, ja, dann hast du bei denen sozusagen, ja, bist du bei denen First Call, ja, und dann fließt der Umsatz, ja. Und das ist eben nicht der Fall, wenn du jetzt so zurückschraubst, ja, auf Schrumpfmodus gehst und abwartest, ja, und dir sagst, naja, jetzt müssen wir erst mal warten, bis die alle mit ihren Investorenkonsolidierungen und Sondierungen durch sind, ja. Weil wenn du dann anfängst, erstens mal weißt du gar nicht genau, wann der Punkt ist, das fängt so vielleicht schon mal an, und selbst wenn du jetzt einen Kalender hättest mit den 100 oder 300 oder 1000 Firmen, die gerade Investorengespräche führen, und du wüsstest jetzt genau auf den Tag genau, wann die alle die Entscheidungen fällen, wann die Investorenentscheidungen durch sind, würdest dann erst anfangen zu akquirieren, selbst dann wärst du teilweise schon zu spät. Warum? Weil die ja alle irgendwo schon ihre Kontakte haben. Es gibt ja kein Industrienunternehmen oder kein größeres Unternehmen, das nicht schon irgendwelche Dienstleister zur Hand hat. Ja, von dem Kuchen, von dem Marktanteil willst ja du eine Scheibe abhaben. Ja, deswegen musst du einfach dreimal, viermal, fünfmal mehr Mühe machen und mehr investieren an Zeit, Geld und Energie, um eben hier reinzukommen in den Markt. Ja, in der Regel sind ja meine Kunden auch so, dass sie ja Marktanteile erobern wollen. Ja, die Marktanteile, die sie schon haben, da wäre ich in der Regel ja nicht beauftragt und da würde ich auch jetzt keine Hunter und so weiter rausschicken. Ja, das kann irgendwie ein Accountmanager, der kann ein bisschen Bestandskunden ein bisschen pflegen und aber auch das wird teilweise nicht genug gemacht. Okay, ich hoffe, ich konnte dir einfach mal ein bisschen weiterhelfen und hier einfach mal echtes, wirklich originales, aus echten Calls stammendes Feedback weitergeben. Ja, so ein bisschen zur Beruhigung, aber auch ein bisschen zur Aufklärung, was aktuell in Deutschland so los ist. Ja, und glaub mir, wenn wir hier im Team, sagen wir mal, 10 Leute sind, ja, und jeder von uns führt nur 5 oder 10 Gespräche pro Tag, ne, dann sind es auch 50 oder 100 Gespräche am Tag. Und das hat Bedeutung. Wenn ich sage, ja, es wird aktuell viel mit Investoren gesprochen, dann hat das auch seine Bedeutung. Also nimm das bitte zur Kenntnis, aber gleichzeitig auch zur Kenntnis, dass es jetzt wie eigentlich nie zuvor der falsche Zeitpunkt wäre, einfach deine Bemühungen für Akquise, Vertrieb, Marketing und so weiter herunterzuschrauben. Nein, ganz im Gegenteil, du solltest eben reingehen, komplett in den Markt, denn immer da, wenn Konsolidierung stattfindet, immer da, wenn neue Investoren Gelder irgendwo in irgendwelche Märkte reinschieben, und zwar im großen Stil, dann ergeben sich auch neue Chancen. Dann werden die Karten manchmal sogar komplett neu gemischt, manchmal teilweise, auf jeden Fall ergeben sich da Chancen, die du vorher, wenn alles so fix und alles läuft und alles boomt und man braucht eigentlich, man ist super versorgt, dann ist die Akquise teilweise noch viel, viel schwieriger, als wie in so einer Phase, wo letztendlich diese ganze Konsolidierung stattfindet. Verstehen auch manche nicht. Aber du musst dir natürlich auch Mühe geben, du musst Gesicht zeigen, präsent sein, auch mal vor Ort hingehen, ja, und auch mal, sagen wir mal, oldschool ein paar Sachen machen, wo jetzt irgendwie alle irgendwie nur noch Videocalls machen, ja, auch mal wieder vor Ort gehen, mal mit dem was trinken, mal was essen. Das macht einen riesen Unterschied. Also nimm das bitte mit. Ich hoffe, ich konnte dir hier wieder ein paar Impulse geben. Wie immer klein-marketing.com beziehungsweise thomasklein.consulting, ja, für meine ganze beraterische Tätigkeit. Und hol dir bei mir einen Termin, wenn du einfach nochmal ein paar Impulse zusätzlich brauchst. Der erste Termin ist ja kostenlos. Ja. In der Regel ist es natürlich so, dass ich dann schon auch erwarte, also ich lasse nicht jeden auch in den Termin rein und so. Ja. Also auch da filmten wir ein bisschen vor, mussten ein paar Fragen beantworten. Aber ich erwarte natürlich schon auch, dass wenn Leute sozusagen schon eh einen Haufen Content konsumieren von mir und dann auch sich den Strategie-Call nochmal kostenlos holen, dass sie auch Interesse haben, mit mir in den nächsten Schritt zu gehen. Das sage ich auch immer ganz offen und ehrlich dazu, weil time is money, ja. Und es ist natürlich schon so, dass das, was ich hier auch zum Besten gebe auf YouTube, natürlich teilweise immensen Wert hat. Ja, also es gibt wahrscheinlich
kein anderes Beratungshaus so spezialisiert wie wir es sind, die einfach, sagen wir mal, dieses Wissen, dieses spezialisierte, hochgradig spezialisierte Wissen hat, ja, und diese Marktnähe, diese Marktkenntnis, dieses Netzwerk und gleichzeitig halt auch die Möglichkeit, das weiterzugeben, ja, in Form von Videos und so weiter. Ich sehe da fast keinen, der das macht, ja, und wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Bis dahin, dein Thomas Klein, Happy Hunting, wir sehen uns, ciao, ciao, gib dem Video einen Daumen hoch.